Raser auf Deutschlands Straßen, liebe Zuschauer, haben alle was gemeinsam. Sie gefährden sich und andere. Umso wichtiger ist der Job der Männer, die wir jetzt begleiten. Mit Videokamera jagen die beiden Beamten in Zivil Motorrad- und Autofahrer im Geschwindigkeitsrausch. Und davon gibt's auch auf der Schwäbischen Alb immer noch viel zu viele. Sie haben es auf Raser abgesehen. Franz Miller und sein Kollege Thomas Meyer von der Verkehrspolizei Sigmaringen. Mit ihrem Videofahrzeug sind sie auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Wie weit seid ihr dahinter? Per Funk stehen die Beamten in Kontakt zu den Kollegen an der Lasermessstation. Die Polizisten müssen nicht lange warten. Der erste Fall, ein Motorradfahrer. Er war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die sind zu schnell gefahren. Wo? Ganz unten. Da lasern unsere Kollegen. 154. Kann sein. Könnte sein. Wie viel war da erlaubt? 100. Weg. Abzüglich Toleranz sind das noch immer 49 km/h zu viel. Auf den Mann wartet eine deftige Strafe. Ortschaften, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot, 160 Euro. Und dann kommt noch Gebühr. Vom Landratsamt. Möchten Sie irgendwas sagen? Geben Sie zu, dass Sie zu schnell gefahren sind. Das stimmt. Der Biker sieht seinen Fehler ein. Es war so. Ärgerlich jetzt mit der Strafe? Ja, das habe ich verdient. Jetzt muss ich langsamer fahren. Da kann man nichts machen. Ob der Mann auch hält, was er sagt, können die Beamten letztlich nie wissen. Er, denke ich, wird sich gedacht haben, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ne? Und seine Fahrweise, hatte ich jetzt den Eindruck, wird er zukünftig, denke ich, nicht groß ändern. Der nächste Fall. Wieder ein Motorradfahrer. Okay, wir fahren hinterher. Er ist 33 km/h zu schnell. Den kriegen wir jetzt nicht, der fährt jetzt vor uns weg. Die Beamten geben auf, das Risiko ist zu hoch. Und oben steht der Motorradfahrer im Graben wegen 133, das ist nicht wert. Man muss dann immer abwägen, ist es die ganze Sache wert, lohnt es sich dann? Und dann muss man einfach das sogenannte Jagdfieber dann versuchen in den Griff zu kriegen. Plötzlich fährt ein Sprinter von hinten zu dicht auf. Es ist halt so, dass wir mit diesem Zivilfahrzeug nicht unbedingt als Polizei erkennbar sind. Und es gibt natürlich Leute, die führen sich auch gegenüber anderen so auf. Na, jetzt betteln wir da. Manche betteln drum. Der Kleintransporter gibt Gas. Im 80er-Bereich fährt er über 100 km/h. Das reicht. Die Beamten hängen sich an ihn dran. Der Sprinter ist jetzt noch dran. Der kriegt auf jeden Fall eine Sprechstunde auf Schwäbisch. Bei der nächsten Ausfahrt holen die Polizisten den Sprinter aus dem Verkehr. Thomas Meyer konfrontiert den Fahrer mit seinem Fehlverhalten. Schon eh Abfahrt Stotzinger. Ja, aber wirklich nicht. Mach ich eigentlich nicht. Denn dann ist 80. Und ich bin 80 Fahrer und sie sind zu mir auf dem Kofferraum. Das ist gleich wie die 80 oben in Benzinger. Die 80 oben da in Winterlinger. Ich bin über 100. Dann die letzten 14 Tage 2 junge Menschen ums Leben gekommen, die Kurvenstrecke da oben runter. Der Sprinterfahrer ist auf dem Weg nach Stuttgart. Der Mann fährt Arzneimittel aus. Da die Videoaufzeichnungen vor Gericht nicht verwertbar sind, kommt er mit einer mündlichen Verwarnung davon. Und das Video gucken wir jetzt da. Nee, ich weiß es ja. Ja, das sind runde 30 zu viel. Sie sind vermutlich auf der Führerschein angewiesen. Ja. Werten wir jetzt aus. Der Fahrer ist froh, dass der Beamte heute so kulant ist. Ich habe da auch sehr wenig in der Beziehung. Ja. Nee, halten wir uns schon dran. Deswegen weiß er, dass er recht hat. Okay, also, danke. Tschüss. Wenige Minuten später der nächste Raser. Das Fahrzeug hat die Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich überschritten. Golf, schwarz, 141. Ein paar Kilometer weiter stoppen die Polizeibeamten den Pkw-Fahrer. Der Grund der Kontrolle ist Geschwindigkeitsüberschreitung. Sie sind gelasert worden mit 141, bleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 136. Ja. Das heißt 120 Euro, 25 Euro Gebühr und einen Punkt.
Der Punkt für den jungen Mann eine letzte Warnung. Sollte er in den nächsten 12 Monaten nochmals einen Punkt kassieren, muss er seinen Führerschein abgeben. Das kann er sich nicht leisten. Ist halt schon nervig, weil ich fahre viel. Am Wochenende bzw. Freitag und Sonntag nach Hause halt ca. 300 Kilometer. Ob Motorräder, Kleintransporter oder Pkw. Raser haben eines gemeinsam, sie gefährden sich selbst und andere. Und genau dem wollen die Beamten entgegenwirken. Das, denke ich, ist ein gesellschaftliches Problem, dass man mit solchen Aktionen vielleicht versuchen können, leicht einzudämmen. Aber ob wir das jemals schaffen, das so gering zu halten, dass man sagt, das ist eine Lösung für alle, eine vernünftige Lösung, das wird schwierig. Raser zur Raison zu bringen, für die Beamten der Verkehrspolizei Sigmaringen eine äußerst mühsame Arbeit. Wenn ihre Tempokontrollen aber dazu beitragen, dass die Straßen zwischen Bodensee und Schwäbischer Alb sicherer werden, dann hat sich ihr Einsatz gelohnt.